Moment, hallo und willkommen zurück zu Dismantle. Wir sind hier noch in dem Lager in der Rankenschlucht und tja, wir müssen wieder runter hier, ne? Wir müssen erstmal unseren Körper einsammeln. Da unten müssen wir hin zur Audioaufzeichnung. Da bin ich ein bisschen zu weit gelaufen. Und dann wissen wir schon, was hier noch so liegt, ne? Alles, das sieht alles aus, als wäre das hier verschnörkelt hier komplett irgendwie. Man sieht hier so ein paar Umrisse, da kannst du so ein bisschen was sehen hier. Ich weiß aber nicht genau, ob das passt. Das werden wir mal rausfinden. Und ja, wir müssen noch mehr Obelisken finden. Oh. Was ist denn hier schon wieder los? Glaube, ich spinne hier. Oh. Da stehst du gerade ein bisschen am Feuer und schon geht's wieder los, ne? So, seltene Materialien eingelagert, okay. Wir gehen mal weiter jetzt hier. Den haben wir wieder eingesperrt. Okay. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder über durchkämpfen, ne? Das wird spaßig. Weil ja jetzt hier wieder alles gerespawnt ist. Okay. Na, gucken wir mal. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich höre schon wieder einen Kollegen da hinten. Au, jo, 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 jo. Das hat nicht gereicht. Da hat er mir noch einen mitgegeben, die Sau. Ich lade mal kurz nochmal ab, schnell. Sonst haben wir hier nachher so viel Zeug. So weit ist es ja noch nicht. Wir müssen uns ja wieder durchs Gebirge durchkämpfen hier. Auf unseren Pfad zurück. So. Okay, das heißt, jetzt gehen wir mal zurück. Ich hoffe, wir kommen zur Audioaufzeichnung hin. Das ist, glaube ich, ein Rätsel, das wollte ich ja, glaube ich, nochmal angucken, diese Episode. Wo das Kind kriegen, weiß ich noch nicht genau. Das wird, ja, interessant werden. Da schauen wir mal. So, jetzt müssen wir gucken. Hier lag ich irgendwo, ne? Da. Hatte ich noch was mit? Oh ja, ich war voll. Also wieder zurückbringen, den ganzen Kram. Damit das schon mal safe ist und damit wir hier in Ruhe weiter gucken können und sammeln können. So, wo muss ich denn jetzt lang? Da lang? Ne, hier lang. Ne, hier war auch falsch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Und hier ist ein anderes Lager? Ach, das ist die andere Seite. Ja, dann brauche ich doch gar nicht da oben langlaufen. Dann gehe ich doch einfach hier lang. Wenn das viel schneller geht. Jo, das geht viel schneller. Da brauche ich auch nicht so viel platt machen. Toll. Okay, kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir gucken. Karte. Da einfach runter. Ich hoffe nur, hier läuft nichts Böses um die Ecke. Da ist schon was. Oh, da ist ein Spucker. Der andere läuft, das ist okay. Das ist aber ein normaler Spucker, ne? Normaler Werfer. Da konnte er sich nicht entscheiden und ich war zum Glück schneller. Der ist nicht so schlimm. Der braune ist viel schlimmer, weil der die Explosionsdinger wirft. Und die sind nicht so nice. Links lang, oder? Nimmt sich nichts. Wir können hier durchs Grün gehen, gar eigentlich. Da sind wir wieder in der Ruine. Der Tempel passt. Da mussten wir hin. Aber vorher mussten wir hier an der Seite irgendwo zur Audioaufzeichnung. Ach, guck mal, hier hätten wir auch speichern können. Ja. Ist egal. So, gucken wir mal die Aufzeichnung. We have arrived at the Temple Pass. The architecture is very intriguing. It looks like there's even some rudimentary technology inside. However, there's no clear way to pass through. But we're adamant we'll find a solution soon enough. Supplemental. We noticed that there has been some trouble with our timekeeping. It's almost like the flow of time is being affected by some anomaly. Maybe it's just exhaustion on our part. This is Abby. Okay, Zeit ist manipuliert. Oh, du musst alle drei aktivieren, wahrscheinlich kann das sein.
Und du hast hier einen Zeittimer. Ach, du musst die Würfel da. Die müssen hier rüber. Damit man die Tür aufmachen kann. Sieht aus, als hätte die Natur ihre Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Kriegen wir das hier weg, dass wir hier durchkommen? Müssen hier ein bisschen Platz schaffen, glaube ich, ne? Das Tempelpass-Rätsel, das könnte jetzt interessant werden. Jetzt habe ich hier freigeräumt, aber auch dich gar nicht. Ja, der Tempel ist hier. Guck mal, das Wasser läuft hier durch den Tempel. Oh, hier ist noch was. Den können wir so mitnehmen. Ich glaube, das ist zum Testen erstmal, ne? Müssen wir den ziehen oder müssen wir den schieben? Oh. Okay. Das wird ja spaßig. Wo müssen wir denn hin damit? Da lang, also einen runter noch. Wieso krieg ich den da nicht mehr runtergeschoben? Oh no. Jetzt geht's da. Okay, da ist eine Tür aufgegangen. Okay. Da ist die Tür aufgegangen. Wir können also vielleicht mit den Hebeln hier die Tür aufmachen? Ich bin mir nicht sicher. Zeit ist hier veränderlich. Damit kannst du da die Tür zumachen, aber nicht auf. Okay. Jetzt hat er die andere Tür aufgemacht. Aha. Wir können nur hier auf dem schieben, weil hier auf dem geht's wahrscheinlich nicht. Andererseits könntest du genau hier hingehen. Wenn ich den benutze, was passiert hier? Oh, jetzt ist der aufgegangen. Oh, oh. Schaffe ich das zeitig? Oh, gerade so nicht, echt. Das ist ja spaßig. Zeiträtsel. Auf! Ich darf hier nicht hängen bleiben, ich habe keine Zeit. Ich hab's doch mit den Zeiträtseln. Ah. Okay. Jetzt die Frage, wo schieben wir den hin? Kann ich den hier auf die Erde schieben oder bleibt er da stecken? Ich kriege ihn da nicht rüber, okay. Das heißt, es ist festgelegt, wo er lang darf. Ja. Wie mache ich denn das jetzt? Weil wenn ich den zumache, muss ich auf die andere Seite laufen. Guck mal, ich muss jetzt darüber laufen. Und den da schnell rausholen. Okay, ich habe es geschafft zweimal. Dann geht das, okay. Dann geht das. Okay, jetzt ist die Frage, wo schieben wir den hin? Nochmal, so. Dahin? Oder ist das falsch? Ne, jetzt ist die Tür offen. Wir brauchen aber nicht den dritten. Der dritte ist da. Das ist gewirkt, der Durchgang ist frei. Aber wir haben den nicht geöffnet. Ich will den öffnen. Weil hier ist noch einer. Siehst du das? Jetzt ist der offen. Ah, warte mal. Okay. Jetzt haben wir den, dann kann ich den zurückschieben. Alles klar. Zum Glück ist das nicht so doof gemacht. Beziehungsweise nicht zu intelligent gemacht.
Dann kriege ich das auch hin. Cool, jetzt haben wir alle Dinger offen. Brauchen wir aber gar nicht mehr. Oh, guck mal, jetzt Fisch. Ob der noch gut ist? Ich weiß nicht. Ich mache mal hier gerade noch ein bisschen frei. Hier ist eigentlich auch ganz nett. Was gibt's denn hier so Tolles? Okay, ich mache mal hier mal ein bisschen Platz. Hier könnte eine Kiste sein, ne? Ich weiß nur nicht, wird das zurückgesetzt, das Rätsel? Das wäre ein bisschen doof. Wenn das Rätsel zurückgesetzt werden würde, dann müsste ich nämlich alles normal machen. Ich müsste mal gucken, ob das offen bleibt. Wenn ich den... Achso, damit habe ich den aufgemacht, okay. Komme ich hier hin? Ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz. Wo bin ich denn hier gelandet? Wow, oh, guck mal hier, wie viel Essen hier ist. Wo bin ich denn hier? Jetzt bin ich ganz hier unten angekommen. Jetzt bin ich einmal dran lang gelaufen, okay. Hä, hätte man da nicht hier lang gehen können? Hätte sich das Rätsel sparen können. Oder? Oder war hier auch eine Wand? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ne, du wärst hier direkt reinkommen, hättest den Hebel benutzen können. Das ist ja... Okay, vielleicht für Leute, die dann das Rätsel nicht lösen wollen oder so. Die können auch hier lang gehen. Auch nicht schlecht. Okay, wir haben das Rätsel gemacht. Ist auch in Ordnung. Wir haben es so gemacht, wie es intended war, glaube ich. So, ich nehme noch die restlichen Sachen mit jetzt hier. Nichts liegen lassen, auch wenn wir es nicht brauchen. Wäre cool, wenn wir hier so rüberspringen könnten. Dann brauchst du das nämlich auch nicht. Okay, hatte ich jetzt noch irgendwas, was ich looten konnte hier? Bin mir jetzt nicht sicher. Oder hat das vielleicht auch einen Vorteil, wenn wir das gelootet haben? Beziehungsweise hier gemacht haben, das Rätsel? Ich weiß nicht genau. Egal, ich lade das jetzt mal ab hier. So, jetzt müssen wir wechseln. Nein, so. Okay, die Electronics nehme ich noch mit. Ich finde cool, dass du es auch kaputt machen kannst, um die Electronics zu sammeln. Ach Mist, da war ich doch schon. So. Wir müssen eigentlich mal wieder ein bisschen upgraden, ne? Na gut, dann gucken wir mal weiter. Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Den Gang und dann hier runter. Hier ist ein Hebel. Wozu brauchen wir den? Wieso ist hier ein Hebel zum Zumachen? Das würde mich mal interessieren. Da ist ein Hebel, mit dem du das zumachen kannst. Warum? Guck mal, hier liegt noch was in der Nähe. Hier sieht aus wie der nächste Kreisel. Da müssen wir jetzt hin. Zum Turm. Da ist er schon wieder. Da sind zwei sogar von denen. Ich habe nur einen gesehen. Ach, komm, nochmal. Der kann nicht, deswegen, haha. Okay. Wer rennt darum? Zwei normale? Okay. Kira können wir uns annehmen. Sind auch weg. Das war alles Chillkram jetzt hier zum Glück wieder. Müssen wir nur aufpassen, dass wir uns hier nicht wieder anspießen lassen. Na komm da hin. 20 Bäume gefällt, okay. Da steht noch ein Kollege da drüben. Kann ich nicht von der Seite erwischen.
Den kann ich nicht von der Seite erwischen. Ich muss aber gerade erstmal den Spießer da aufbrechen. Der muss da weg. So, ich habe die Vierer hier. Kann ich den direkt an. Ne, wenn ich den direkt einen von vorne verpasse, kriegt er nicht so viel Damage in der Birne. Wie kann man den ablenken? Der müsste sich umdrehen. Dann wäre es einfacher. Können wir den ein bisschen ablenken? Wir gucken mal, ob wir den ablenken können. Kann ich vielleicht mit der Axt dabei gehen? Gucken wir mal. Ein bisschen warten. Okay, nice. So geht's auch. Oh, nein. Okay, es hat nicht viel gebracht, aber okay. Ich dachte, dass wir dem einen ordentlichen Bonusschaden versetzen, aber der hat doch zu viel Leben. Er hat es irgendwie hingekriegt. Er hat mir ganz schön was mitgegeben gerade. Da, erstmal heilen. Da hole ich erstmal die Luft. So, okay, dann sind wir wieder fit. Wir gucken da drüben mal weiter, dann bringen wir gleich mal ein bisschen Zeug weg, weil wir sind schon wieder voll. Okay, wir bringen Zeug weg. Ich frage mich, warum man mit dem Hebel die Tür wieder zumachen kann. Das würde mich mal interessieren. Warum kann man die wieder zumachen? Das muss irgendeinen Grund haben. Oder lassen wir irgendwas Böses frei, wenn wir die Tür offen lassen? Das kommt dann hier rüber. Das wäre nicht so schön. Es wäre toll, wenn wir einen dritten Obelisken finden würden jetzt noch. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Au. Geh weg. Da hat er mir doch noch ein bisschen was mitgegeben hier. Das nehmen wir mit wegen der weißen Pilze. Hier ist noch eine. Der kann hier rüberspucken. Habe ich nicht gesehen, dass da noch einer ist. Das ist ja fies. Das Tier hat auch noch gewartet. Au, jetzt hat er mir den noch mitgegeben. Ich habe nur das hier gesehen. Au! Oh, 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 oh. Kann ich jetzt Tango tanzen? Au! Da hat er mir noch einen mitgegeben. Das gibt's doch nicht. Aber da kam Electronics raus, das war auch nicht schlecht. Hat sich doch gelohnt. Okay, wir gehen aber zurück abladen. Ich habe ja so viel Mist schon im Inventar. Ich brauche mehr Inventar. So, jetzt haben wir wirklich alles eingesammelt hier, ne? Komm, ich brauch dich mal gerade. Du hast hoffentlich... Ja, hast du. Bisschen... Oh nein, ich kann das wieder nicht mitnehmen. Doch, habe ich. Okay. Ich sammle nämlich wieder ein bisschen Leder noch, dass wir da was machen können. Hier ist nicht so viel. Also ich werde trotzdem mal erkunden. Dann werde ich zur Not hier nochmal nachchecken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch mehr solche Rätsel gibt. Aber ich finde gut, dass es mehrere Optionen gibt, das Rätsel zu lösen. Das ist ganz cool gemacht. Okay, wir schauen mal weiter. Wir müssen jetzt hier links lang. Hier sind Stacheln. Da ist ein Schreihals. Oh, da ist ein Schreihals unten. Ein Bomber. Das ist nicht so pralle. Wie komme ich da jetzt? Links komme ich dran vorbei. Der Schreihals macht mir nicht so viel Sorgen. Der Bomber, der macht mir ein bisschen mehr Sorgen. Kann der das sehen? Okay, haben wir richtig gemacht. Gut,
Reicht nicht ganz. Jetzt 27 haben wir geschafft. Huhu. Materialmagnet. Okay. Nice. Endlich mal was funktioniert hier. Das machen wir gerade weg hier, falls wir laufen müssen. So, okay, das räumen wir erstmal wieder weg. Ich räume immer alles weg jetzt hier, weil falls doch irgendwie wir laufen müssen oder so, haben wir das Zeug schon mal eingelagert. Denn wenn hier wieder so Bombertypen rumlaufen, das ist nicht so geil. Achso, warte mal, ich bin falsch gelaufen. Wo muss ich denn jetzt abbiegen? Hier. Bin ich voll dran vorbeigelaufen. Okay. So, das heißt, nochmal abladen und dann, ja, müssen wir gucken. Tja, die Hebel weiß ich immer noch nicht, wofür der gut ist, dass man das zumachen kann. Das hätte ich gesagt, machst du zu, wenn irgendwie Not am Mann ist oder wenn dir irgendwer folgt, der dir nicht folgen soll. Die Mythos-Tafeln wären toll. Wir müssen unbedingt noch die restlichen neuen Mythos-Tafeln finden. Wenn wir dann hier noch durch die Gegend tigern ein bisschen überall, um das rauszufinden, oh je. Guck mal, da liegt ein Ring. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Ne, es ist kein Ring, es war tatsächlich ein Schädel. Entschuldigung. Das sah so klein aus, dachte ich, wäre ein Ring. Au. Da ist noch einer. Ach, ich hasse das. Muss ich noch einen mitnehmen, weil der wieder... Ich hasse das mit diesem Fokus. Ich habe direkt auf ihn geguckt hier und der fokussiert den da an. Verstehe ich nicht. Hey, es reicht immer noch nicht. Jetzt. Manchmal passt es irgendwie nicht. Da bin ich auch immer am Gucken so... Au, das war zu lang. Jetzt muss ich aber mich heilen. Das ist nicht gut. Das gibt's doch nicht. Also manchmal stehe ich zu kurz dran, manchmal stehe ich zu nah dran. Das ist zu weit weg. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, ich muss ihn anfokussiert haben, sonst macht er den Powerangriff nicht. Okay, weg damit. Diese ganzen Geysire, die sind auch ein bisschen nervig. Die sind nicht so schlimm, aber doch ziemlich nervig. So, wir sind jetzt echt bald einmal rumgelaufen. Alter Schwede, guck dir das mal an hier. Geht's hier lang? Nirgendwo lang. Nur hier lang, mein Freund. Das nehme ich mit, dankeschön. Ich brauche nämlich noch ein bisschen was. Es ist verdammt ruhig hier, das gefällt mir nicht. Zu ruhig für meine Verhältnisse. Okay, hier lang. Ist das ein Lager? Das könnte ein Lager sein. Brückenkopf, Außenposten, Schlangenfurt. Da rennen Hunde rum. Okay. Da war ein Hundi. Im Lager ist auch noch so ein Stachel. Guck dir das mal an hier. Wo ist er? Ich höre hier einen. Ich sehe ihn nicht. Da ist einer. Wie kommt der hier raus? Ich weiß nicht, ob einer reicht, um den kaputt zu machen. Ich mach mal zwei. Ist vielleicht Verschwendung, aber sicher ist sicher. Ich werde den, glaube ich, mit den normalen Messern hier locken, oder? Ach, jetzt habe ich schon das, was ich mit rechts klicke, dass das Interesse macht. Okay, den haben wir kaputt gemacht. Können es sich transportieren.
Wir machen den erstmal kaputt hier gerade. In der Küche. So, das können wir noch mitnehmen? Ne, können wir nicht mehr. Es ist total voll jetzt hier. Gut, dass die ein bisschen atmen hier, dass du hörst. Okay, da ist wer. Ich mache erstmal alles kaputt, würde ich sagen. Da ist noch ein Geysir. Ah, geht nicht, weil er den anvisiert. Wir laden mal gerade ab. So, jetzt. Das sind zwei da auch noch. Das sind noch zwei. Okay, komme ich da durch? Ach, hier kommen wir nicht weiter. Guck mal hier, die Brücke ist von der anderen Seite. Da kommen wir nicht weiter wieder. Okay. Wir nehmen erstmal alles mit, was in die Nagel fest ist hier. Das geht nicht. Das nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. Oh, guck mal hier, das Schiff ist versenkt. Das Schiff ist versenkt. Gebratene Marine können wir jetzt kochen. Okay. Nein, wir brauchen den da. So, wir brauchen hier ein bisschen härtere Gangart. Wir machen den mal an. Dann looten wir gerade alles. So, wir müssen gucken, dass wir hier nicht resetten, weil sonst steht der Kollege wieder da. Das würde ich auch nicht gerne haben wollen. Das Holz lasse ich mal liegen. Die Säcke nehme ich auch noch mit. Okay, dann sind wir jetzt beim Außenposten, ne? Das ist immer fies, weil wenn du dich hierher teleportest, steht der Dude direkt im Lager. Das ist nicht so nice. Da müsste man nochmal gucken, wie man das macht dann. Okay, erstmal alles auseinandernehmen wieder. Erstmal alles auseinandernehmen. Electronics, nice. Für den Fall der Fälle habe ich noch eine Überraschung da liegen. Das ist echt schade, dass man die nicht aufnehmen kann wieder. Wenn du die nicht gebraucht hast. So, wechseln. Was waren hier noch? Pilze? Ne, Eier. Können wir nicht mitnehmen, weil wir haben keinen Platz mehr. Okay. Kabel hatte ich jetzt. Ich hier, also Electronics. Okay. Jetzt nehmen wir erstmal alles auseinander. Das hier auch nicht. Ist hier noch irgendwas oder war das alles? Sieht aus, als war das alles, ne? Okay. Weg. Dann braucht man nicht so viel kaputt machen. Ich nehme erstmal alles wieder auseinander, ne? Passt schon. So. Das ist alles weg. Was machen wir mit der Machete, das Geschirr? Haben wir das nicht auch alles weg hier? Okay, dann können wir gleich alles weglooten. Das nicht. Da haben wir Blut drin, na, supi. Wobei ich mich frage, wenn das der Brückenkopf ist, ne? Wohin? Hier in die Richtung oder in die andere Richtung? Das würde mich interessieren. Ob
Boah, es sieht aus, als wäre ein Brückenkopf hier weg oder so, ne? Oder? Wenn die das auch als Teleporter nutzen? Problem ist, ich mache halt alles kaputt jetzt hier. Das heißt, der Typ kann sich hier frei bewegen nachher. Das wäre nicht so toll. So, jetzt haben wir wirklich alles kaputt gemacht hier, ne? Da noch die Kiste. Okay, jetzt haben wir wirklich alles weg. Jetzt muss ich es mal abladen. Dann hören wir uns die Nachricht noch an. The beachhead outpost looks like it has been hastily abandoned. Where could they have gone? Most of the items have been left at their places. No sign of the gas masks, though. Supplemental. I found William's journal. This is deeply disturbing. Why would they do this? We should follow them. Going north and following the river should take us past the temple ground and to their new camp. Abby, out. Okay, jetzt haben wir wirklich so eine Art Schnitzeljagd, ne? Ist doch noch weiter. Ich wollte gerade sagen, waren da noch Geräusche drauf oder so? So, alle Beweise vernichten, damit hier keiner uns folgen kann. Also dem Fluss nach Norden folgen, sagt sie, ja? Zum neuen Camp. Die haben irgendwas gemacht und dann war hier Not am Mann. Oder einer Frau. Ich weiß es nicht genau. Dann war hier richtig die Hölle los. Wie man sehen kann, da ist noch ein Blutfleck. Ich würde sagen, ich angle hier gleich noch, damit wir, wenn wir hier weggehen, dann haben wir alles weg, ne? Oder? Weil hierher kommen wollte ich jetzt nicht wieder. Wenn der Kollege wieder aufwacht, wäre das nicht so nice. Man könnte natürlich hier was installieren, dann kommt hier nichts, aber das lohnt sich halt nicht, ne? Weil du kannst hier nichts mehr looten halt. Deswegen weiß ich nicht genau, warum man hier nochmal hingehen sollte. Nach Norden dem Fluss folgen. Die Frage ist, wo nach Norden? Wo ist der nächste... die nächste Teleportmöglichkeit? Okay, ich glaube, wir haben alles gesammelt, ne? Ich aktiviere erstmal den Turm. Dann haben wir hier alles aufgedeckt. Okay, wir haben die Tempelanlage, beziehungsweise keine Verbindung, neuen Verbindungsturm in der Nähe. Okay, die haben wir alle aktiviert. Weiter. Sender. Radarscan. Natürlich Frequenz könnten wir machen, aber mache ich nicht. Erweckungssignal, da kannst du hier natürlich alle nochmal spawnen lassen, damit du hier richtig sammeln kannst. Das müssen wir wahrscheinlich früher oder später auch noch machen. Das müssen wir früher oder später auch noch machen. So, ich guck mal gerade. Das hier, ja, das sieht sehr stark nach Tempelanlage aus. Da kommen wir hier nicht rein. Das ist sozusagen, um hier zurückzukommen. Ist der kürzeste Weg. Guck mal, wenn wir hier durchkämen, könntest du hier lang gehen und direkt hier hoch. Bist du schon da? Ist hier ein Vulkan gebaut worden? Guck mal hier, das ist alles so am Glühen. Aber sie sagt nach Norden dem Fluss folgen. Da, da müssen wir hin. Und wie kommen wir dann hier rüber? Gar nicht. Du kannst hier zum Lager gehen. Doch, wir können hier zum Lager und dann hier lang. Da geht's lang. Man kann aber auch hier über die Brücke gehen, glaube ich. Von da... Ne, das musst du auch irgendwie... Und du kommst hier wieder raus. Aber hier ist alles zu. Guck mal hier, hier kommst du nicht rein. Du kommst hier auf die Plateaus. Aber du kommst hier nicht runter. Es sei denn, du kommst hier zwischen den Bäumen lang, was ich nicht glaube.
Wozu kann man hier lang gehen? Weil du kommst hier nicht rüber. Es ist ein komplett abgeriegeltes System. Du kommst hier hin, aber da hört es dann auf. Da ist eine Platte. Da. Da ist ein Stein. Ich muss dir die Karte, glaube ich, mal genau angucken. Das sieht aus wie eine Steintafel. Da müssen wir nochmal hingehen. Das heißt, wir müssen die Gebiete eigentlich, wo wir drinnen waren, nochmal gucken. Wie viele Gebiete sind das eigentlich insgesamt? Mehr als 10, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Gebiete, ne? Oder 20? 20 könnte auch 20 sein. Guck mal, wie wir schon erforscht haben hier. Das ist schon ein bisschen hardcore, oder? Das ist vielleicht noch nicht ganz die Hälfte. Aber ich finde interessant, dass du hier rein. Also, das finde ich echt cool, dass du so stark detailliert reinzoomen kannst hier. Das baut sich zwar noch ein bisschen auf. Da müsst ihr auf jeden Fall hin. Das sieht aus wie eine Steintafel. Das müsste ich noch machen. Jetzt ist die Frage: Gehen wir erst zurück und holen uns die Steintafel? Und gehen da hier hin? Wir müssen ja eh wieder hier zurück, ne? Wir müssen nur gucken, dass wir halt am Leben bleiben. Der Verbindungsturm ist ganz nett, aber der hilft uns nicht weiter. Ich kann da hochlaufen, das mache ich jetzt aber gerade nicht. Da muss ich auch eigentlich hochlaufen, wenn ich das richtig sehe. Aber ich würde sagen, ich laufe den ganzen Weg erstmal, oh Mann, den ganzen Weg zurück, nur um die Steintafel zu holen, ne? Da ist ein Camp. Ist hier noch irgendwo ein Camp? Doch, guck mal hier, da ist noch was zu öffnen. Die müssen wir öffnen, weil hier auf der Seite ist das zum Öffnen. Dann können wir nämlich in das Gebiet zur Not wieder reingehen. Da ist noch die Bunker-Challenge, die wir nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die hier einfacher ist. Dann kommen wir hier wieder zurück auf jeden Fall. Ja, wir müssten eigentlich hier unten noch hingehen. Das müssen wir alles noch erforschen hier. Das ist gerade auf jeden Fall ziemlich interessant. Aber ich will die Tafel auch noch haben hier. Tja, wie mache ich denn das jetzt? Ich müsste aber früher oder später nochmal aufladen, ne? Ja, hier ist der Posten zum Ausruhen, damit du wieder zurückgehen kannst und dann hier hoch. Hier könnte wieder ein Lager sein, vielleicht? Ne, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Wo wäre denn das nächste Lager? Hier. Das könnte ein Lagerfeuer sein, ich bin mir nicht sicher. Das könnte doch böse werden hier unten, habe ich das Gefühl. Ja, gucken wir mal. Also ich würde sagen, ich bin schon wieder viel zu weit drüber hier von der Zeit her. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück und holen uns die Steintafel. Vielleicht können wir nochmal, vor allem vielleicht mal eben hier hingehen und die Tür öffnen. Das schauen wir dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.